Und damit ein herzlich willkommen bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, was wollen wir eigentlich heute machen? Wir wollen heute eigentlich mal die Frage klären, womit farmt ihr, wenn ihr Gold oder Elex oder dunkles Elex-Not habt? Ich habe heute mal zwei Armeen so ein bisschen gegenübergestellt, nämlich die Kobolde und Riesenarmee, mit der ich eigentlich immer unterwegs bin, hier in den etwas niedrigen Ligen, denn dort gibt es reichlich Gold, reichlich Elex und es gibt auch hier unten Dunkles. Als zweite Truppe habe ich einmal gebaut, so einen sogenannten BAM heißt es, glaube ich, Barbarian, Archer und Minions. Das heißt, das ist natürlich wirklich eine ganz, ganz billige Truppe, wenn wir hier mal schauen im Quick Train. Meine Funny Farm Armee kostet 160.600 Elixier und 0 Dunkles. Die andere Armee kostet etwas Dunkles, 200, aber nur locker die Hälfte von dem, was die Funny Farm Armee kostet. Also BAM kostet schon wesentlich weniger. Und wenn man die Mauern, so wie ich, auch mit Elex noch machen will nebenbei, dann ist das natürlich eigentlich die bessere Variante. Aber wir wollen mal in dieser Folge feststellen, die Vor- und Nachteile dieser beiden Armeen. Und ich würde sagen, wir gehen auch gleich rein hier und suchen uns mal einen adäquaten Gegner. Ich habe ja ausgebildet die Riesenarmee. Ich finde, der Vorteil dieser Armee hier ist, liegt ganz klar darauf, dass ich auch mal hinter eine Mauer komme, denn gerade die Bohrer oder auch das dunkle Lager, wenn man da noch mit dem Helden rankommt, kann man natürlich mit dieser Armee viel, viel besser erreichen. Und ich erreiche so wesentlich mehr Dunkles an Ressourcen. Das ist mit der anderen Truppe nur dann möglich, wenn wirklich alle Sachen draußen stehen. Und das ist seitdem es die Rathäuser vor allen Dingen in Clash of Clans hier nur noch drinnen gibt, eher unüblich, dass man irgendwo etwas erwischt, was Dunkles ist, was noch außen steht. Aber ab und zu kommt es halt vor. Ich fahre mir im Moment relativ hoch in der Liga hier. Ich bin in Kristall, ich glaube, ich bin in Kristall 1, ich weiß es gar nicht so genau, irgendwie wieder hochgedefft. Die Leute haben bei mir wieder Truppen abgeworfen und so gewinne ich leider ein paar Pokale. Die droppe ich dann auch immer gerne mit der Queen. Aber ein bisschen vorausschauend auf das nächste Event muss ich nicht unbedingt verlieren, denn das nächste Event ist das Doppelstern-Event und ja, das ist so einer hier. Das ist auch der Vorteil dieser Armee hier. Ich verbrauche sie nicht ganz. Ja, denn hier stehen alle Minen und Sammler draußen. Okay, der hat jetzt nur 700 Dunkles, das ist jetzt nicht so viel. Aber primär mache ich eigentlich im Moment das Gold, weil ich heute noch einen Bauarbeiter frei bekomme und den entsprechend nehme ich hier natürlich nur ganz, 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 ganz billig. Diese Truppe mit den Kobolden. Ich muss mal eben so ein bisschen leiser machen. Das ist dann doch ein bisschen zu laut, was dort aufgenommen wird. Und ich kann hier immer nur so 1, 2, 3 Riesen setzen. Und die Kobolde erledigen hier den Rest für mich. Ich setze immer so 2, 3 Stück pro Lager. Da muss ich immer so ein bisschen gucken, wo die hinlaufen. Hier setze ich sicherlich nochmal kurz einen Riesen, den hätte ich gar nicht setzen brauchen da. Die hätten sich das Lager auch jetzt so geschnappt. Aber hier sieht man, an so einer Armee spare ich natürlich richtig an Ressourcen. Das heißt, warum spare ich an Ressourcen? Weil ich sie nicht ausgebe. Ja, denn ich habe hier jetzt gleich eigentlich alles geholt, was es hier zu holen gibt für mich. Wir gucken mal, wo das eine, da hinten ist es, hier. Auf der Stelle, ja, da schicken wir ruhig einen Riesen, dann wird er ein bisschen beschossen. Oh, da kommt ja noch der Minenwerfer. Aber dann ist das hier auch Geschichte und so hat man natürlich relativ günstig diese Sachen hier reingefarmt. Wenn ich jetzt ein bisschen auf die Pokale gehen würde, dann würde ich diese Restarmee hier noch setzen und sicherlich noch einen Stern holen. Das machen wir auch, denn so ein bisschen vorausschauen auf das nächste Event.
was ja ein Doppelbonus-Event ist und ich in einer relativ niedrigen Liga bin. Das heißt, ich kann ruhig ein bisschen höher gehen. Ich hole hier einfach mal einen Pokal, denke ich mal. Wir schicken hier die Queen. Unsere Bogenschützin, Zauber, hätte ich fast gesagt, für die Prozent hier brauche ich fast nicht mehr. Schauen wir mal, was die Kobolde hier noch reißen können. Und die Queen, ich habe die gerade im Moment ein bisschen aus den Augen verloren. Ach, hier ist sie. Okay, 40er Queen geht natürlich schon ganz gut ab. Die verliert erstmal nicht so viel. Da werden jetzt erstmal die anderen Gruppen gemacht. Und wir sind schon bei 45%. Das ist also echt relativ easy. Ich habe noch nie so einfach hier mit dem RH10 oder überhaupt mit einem Account so easy hier Sachen reingefarmt. Wir sind jetzt gleich schon bei den 50%. Das heißt, wir kriegen so ein paar Pokale für uns. Das sind immerhin 11 Stück. Das bringt uns schon mal ein bisschen näher wieder. Ah, wir sind in Kristall 2. Okay, das heißt also, ich muss Kristall 1 erstmal noch erreichen. Da brauchen wir noch ein paar Pokale, nämlich 2200 bis 2399. Wir brauchen für Kristall 1 dann etwas mehr Pokale noch. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich das nochmal sehe. Hier, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ah, da. Ich brauche also 2400 Pokale, um hier in Kristall 1 zu kommen. Aber ich denke mal, das ist ganz gut möglich. Ich habe jetzt schon meine Barge-Armee hier ausgebildet und habe noch keinen Zauber verwendet. Das, was ich dann nur ab und zu verwende, ist, dass ich meine Clanburg noch zusätzlich mit in den Angriff nehme, um vielleicht die letzten Prozente hier noch zu retten. Aber wir lassen die Queen eben mal reggen und schauen uns den zweiten Angriff dann direkt im Anschluss an. Okay, Freunde, zweite Runde mit der zweiten Farmarmee. Wir gucken mal, was wir jetzt ausgebildet haben. Wir haben eine Masse an Barbaren. Wir haben die Bogenschützin und heißen die eigentlich hier so? Ich habe das ja alles auf Englisch. Archer, okay. Ich kann euch das auch nur empfehlen, das Spiel auch mal auf Englisch anzuschauen. Ich spiele so ziemlich alle Spiele, die ich habe, auf Englisch. Das schult zum einen und meistens werden auch englische Begriffe in den Spielen verwendet. Also sehr, sehr selten, dass deutsche Begriffe dort hauptsächlich verwendet werden. Da kann man auch was mit anfangen. Aber meistens sind es dann doch die Englischen und deswegen mache ich mir gar nicht die Mühe, hier mal reinzugucken, was das eigentlich in Deutsch heißt. So das eine oder andere, ja, gucke ich mal nach. Aber mit Masse spiele ich das Game einfach in der üblichen Sprache. Also ich denke mal, hier ist das jetzt nicht unbedingt die Sprache von Supercell, aber das Englische sprechen dann doch viel, viel mehr. Und wir gucken, dass wir einen Gegner finden hier für unsere Barge-Armee. Da hatte ich ja schon gesagt, oh, ist das schon einer hier? Ich sehe das gar nicht so genau. Jo, das ist schon einer, ja. So einer ist es eigentlich. Da komme ich jetzt nicht unbedingt an das Dunkle ran, aber ich hatte ja gesagt, Gold ist für uns ausschlaggebend und das hole ich hier natürlich mit dieser Armee hier relativ gut weg. Wir setzen hier einfach ein paar Barbaren, setzen ein paar Bogenschützen dahinter und dann geht das hier schon seinen Weg, denke ich mal. Können die jetzt hier auch schön mit zwei Fingern vor allen Dingen am Device setzen. Ich nehme ja heute Abend so ein bisschen mal wieder mit dem Handy auf und das ist eher unüblich für meine dicken Finger, muss ich sagen. Aber es funktioniert und es ist aber auch an der Stelle für mich manchmal ein bisschen schwierig. Oh, hier brauchen wir nur zwei Stück setzen. Erstmal das Ganze hier zu setzen. Deswegen scrolle ich ab und zu mal rein, dass ich die Truppen hier so ein bisschen mit zwei Fingern setzen kann oder auch mit beiden Händen. Macht ja auch Sinn. So, wir haben hier einen dunklen Bohrer. Oh, ich sehe gerade so ein bisschen. Ja gut, das holen wir da noch raus. Das Dunkle kriegen wir hier mit der Queen. Und er hat doch ein bisschen mehr in der Base, als ich dachte. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Na, gucken wir mal. So ein bisschen läuft uns auch die Zeit davon. Aber wir können hier schon mal so ein bisschen mit unseren Barbaren und mit den Bogenschützen clearen. Können hier mal zwei Mauerbrecher reinschicken. Mal gucken, ob die durchgehen. Jo, die gehen schon mal durch. Und dann müssten auch schon mal so ein paar Bogenschützen jetzt auf die
auf das dunkle Lager gehen, das tun sie auch. Also da holen wir in jedem Fall ein bisschen was raus. Und hier unten sind sie allerdings geschroben. Das heißt, wir setzen hier ein paar Barbaren und nehmen auch das dunkle Lager, denke ich mal, gleich mit. Das klappt ja jetzt richtig gut. Oh, jetzt muss ich die hier hinten setzen wegen dem doofen Lager. Naja gut, das ist nicht so schlimm. Das holen wir hier in jedem Fall raus. So, schauen wir mal, wie weit die noch kommen. Jawohl, das ist da schon mal drin. Und den einen dunklen Bohrer hier, ja, den holen wir uns jetzt auch. Das ist jetzt nicht so mehr das Ding. Und da ist der Bohrer in unserer Hand. Der andere Bohrer hier ist auch weg. Da ist noch ein Bohrer. Da ist allerdings auch eine La hier. Aber mal gucken, ob nicht unsere Lakis an der Stelle so ein bisschen mehr. Ja doch, die gehen da jetzt drauf und das sind auch ziemlich viele. Das schafft die La nicht mehr, so viele Lakis jetzt hier wegzumachen. Das heißt, eigentlich müsste das mein Lager sein. Sonst muss ich hier nochmal meine Queen nachschicken. Nee, das ist mein Lager, okay. 140.000 Gold. Mal gucken, ob wir das hier noch irgendwie rausholen können. Ah nein, da ist der King. Das war natürlich die blöde Ecke. Aber egal. Gewinnen tun wir hier nicht mehr. Wir geben auf. Da missen wir natürlich jetzt ein paar Pokale. Ist nicht so schlimm. Alles cool. 397.000 ohne Bonus. 362.000 Elex ohne Bonus. Und 1.000 Dunkles. Das ist cool. 28 weniger Pokale, das macht mir jetzt nicht wirklich was. Ich werde noch ein bisschen aufsteigen und ja, ihr müsst mir das alles mal nachsehen. Das ist nach wie vor meine Lieblingsarmee hier, auch wenn sie ein bisschen teurer ist. Ich trainiere sie nochmal nach, alles jetzt komplett ohne Zauber gemacht und in 1 Stunde 27 ist auch meine letzte Air Defense fertig. Das heißt, ihr habt das gestern schon mitbekommen. Meine Luftabwehr ist damit durch und mein Ziel ist eigentlich für heute Abend noch, dass ich diesen Bogenschützenturm hier auf den nächsten Level ziehen kann, denn dann habe ich nach wie vor einen Bob frei, den ich mir vom Mauer freilasse. Ich farme jetzt aber so ein bisschen mehr Elex rein, weil in 3 Tagen, 2 Stunden läuft mein Labor aus und ich habe vor, eine Elex-Truppe zu machen, eine Fun-Truppe. Welches ist, könnt ihr mal wieder erraten. Ich habe es schon im Blick. So genau habe ich mich noch nicht festgelegt, aber ich habe dann wieder richtig viel Zeit, richtig viel Mauern mit meinem Elex zu machen. Kurz einmal in den CK hier geschaut, wir haben einen aktuellen CK und spielen ein, jetzt muss ich selber gucken, 2020. Ich bin mit keinem Char dabei und wir gucken uns die Defense wie immer nicht an, aber wir haben, ich habe hier eben schon gesehen, den nehmen wir hier noch mit in die Folge mit rein, würde ich sagen. Das ist der Hocke von 6 auf 8 und richtig starker Angriff von RH11 auf RH10 mit typischer Kombination. Das heißt, hier hinten werden erstmal die Clanburg-Truppen gelockt. Ich mache das jetzt auch mal ein bisschen größer, denn ich habe gesehen im ersten Teil, da hat es mal wieder ein bisschen geleckt. Das nervt mich ein bisschen in diesen Aufnahmen hier. Aber ihr wisst das selber, wenn man Videos aufnimmt und hat schon hier 10 Minuten irgendwas gezeigt und gemacht und kann es nicht nochmal wiederholen, dann lässt man es natürlich so. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Das hat ein bisschen geruckelt hier. Das war blöde. Das habe ich jetzt auch eingesehen. Und wie immer gelobe ich da ein bisschen Besserung. Auch jetzt sehe ich, dass das in der Aufnahme so ein ganz kleines bisschen, irgendwie so ein bisschen verzögert rüberkommt. Das stört mich, aber ich werde das, denke ich mal, in den Griff bekommen, diese Geschichte hier. Dafür haben wir jetzt nochmal einen schönen CK-Angriff hier von Hocke auf die Nummer 8. Einen schönen Angriff dann mit Loons und Hunden. Das ist überhaupt kein Thema hier, diese Base. Jo, das sieht man eigentlich jetzt schon, dass das 3 Sterne werden. Kann man nicht anders sagen, selbst wenn die Loons jetzt hier so ganz behende irgendwo auf die Defil fliegen. Hier gibt es nur noch ein bisschen punktuellen Schaden. Und ja, okay, der Magerturm wäre jetzt noch gefährlich gewesen. Aber 1, 2, 3, 4, 5, 5 Loons sind das, glaube ich, noch. Die machen das hier eben mal und super 3 Sterne hier geholt.
kurz zum Avatar. Ich bin mit Avatar doch nicht in dem CK hier und auch nicht bei den True Warriors, sondern ich bin bei einem ganz, ganz netten Clan gelandet. Das werdet ihr in den nächsten Tagen sehen. Und richtig cooler, spaßiger Haufen. Super CKs. Da dürft ihr wirklich gespannt sein, was mir da mit dem Avatar wieder mal widerfahren ist. Also ich habe richtig Spaß. Ich habe schon lange nicht mehr so gelacht. Die Leute sind gut drauf, haben richtig Ironie, wie ich sie auch manchmal auch habe. Und das werden auf jeden Fall tolle CK-Folgen hier mit dem Avatar-Account. Und da könnt ihr in jedem Fall gespannt sein. Bisschen kürzere Folgen muss ich leider in der Woche machen. Die letzte war auch ein bisschen lang, die war allerdings auch vom Wochenende. Diese hier werden leider etwas kürzer. Ich schaffe es einfach nicht, hier etwas länger aufzunehmen. Und vor allen Dingen die CKs fangen hier so spät an. Ich kann hier nicht anfangen, irgendwie so um 12 oder 1 anfangen aufzunehmen und das Ganze darzustellen. Das heißt, wir haben so ein bisschen Delays auch zwischen den ganzen CK-Angriffen. Ich hoffe, das macht euch nichts. Das bringt auch immer wieder ein bisschen Spannung rein. Und ich denke, für mich allerdings, nur um nochmal auf die Frage zu kommen, ist einfach diese Armee hier im Moment die bessere. Denn sie bietet Gold, sie bietet Elex und sie bietet mir vor allen Dingen Dunkles. Denn ich habe jetzt wieder 41.000. Mein King liegt noch 6 Tage und 2 Stunden und braucht dann wieder weit über 160.000, um auf den nächsten Level zu gehen. Denn das ist mein Ziel. Der King soll kontinuierlich und nahtlos auf Maxi gehen. Und wenn euch mein Video hier wieder gut gefallen hat, auch wenn es kurz und knackig war, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch kein Abonnent seid am Ende dieses Videos, könnt ihr mich nochmal abonnieren und euch auch den netten Abspann angucken. Ich muss das einfach mal so sagen, denn ich arbeite immer hart an meinen Videos. Ich hoffe, das merkt ihr auch. Und zollt mir dann auch den Tribut hier. Ich finde das wirklich gut, dass mich schon so viele Leute unterstützen. Das hätte ich nie gedacht. Auch dafür mal an dieser Stelle ein Dankeschön. Und wenn ihr nach wie vor mehr von mir sehen wollt, dann bleibt dran in meinem Kanal, wenn der Toto wieder flasht.